Ja, herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 377. Mein Name ist René, ich bin aber auch nicht alleine in dieser Sendung, zumindest zu einem späteren Zeitpunkt. Wir waren nämlich von Mercedes-Benz Sports eingeladen zum Mercedes-Benz Junior Cup 2020. Der war jetzt am vergangenen Wochenende in Sindelfingen. Und meiner einer war da und der Dennis. Und wir haben dort uns die U19 der Eintracht angeschaut und haben auch ein kleines Statement dazu aufgenommen und haben auch die Möglichkeit gehabt, am Ende des ersten Turniertages, also am Samstagabend, mit Marco Pezzaioli und Andreas Ibertsberger kurz ein paar Statements aufzunehmen. Wir hatten so eine Viertelstunde Zeit und haben ihnen ein paar Fragen gestellt zur Jugendarbeit, zur Jugendmannschaft, zu Spielern, die einen Sprung vielleicht in den Profikader treffen können. Und wir haben mit ihnen auch ganz kurz über Andreas Möller gesprochen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen einmal an die beiden, dass sie eben unseren Fragen Rede und Antwort gestanden haben. Und zum anderen nochmal vielen, vielen Dank an Mercedes für die Einladung. Es ist ein großartiges Turnier gewesen. Am Ende hat Rapid Wien verdient gewonnen, wie ich finde. Ja, und wie gesagt, wir haben einmal eine kurze Zusammenfassung aufgenommen, Dennis und ich, da werdet ihr das ein oder andere von dem, was ich jetzt gesagt habe, auch nochmal hören. Und dann gibt es die kurze Interviewsequenz mit Pezzaioli und Ibertsberger und am Ende nochmal ein kurzes Outro. Und ja, ihr könnt das anhand von den Kapitelmarken sehen und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 300. Denken Sie sich hier was aus. Nummer füge ich später ein, könnt ihr im Titel nachlesen. Dennis und meiner einer sind in Sindelfingen. Ja, servus, hallo. Beim Mercedes-Benz Junior Cup 2020. Die Spiele für die Eintracht sind rum. Dennis hatte gesagt, wir sollen positiv anfangen, weil wir gestern in den O-Tönen, die wir euch am Ende noch reinschneiden werden, darauf hingewiesen wurden, dass wir immer nicht alles so negativ sehen sollen. Das Positive ist, die Eintracht hat eine Platzierung bekommen und ist Achter geworden. Ja, also wir sind tatsächlich mit einer Platzierung nach Hause gefahren. Ja. Unglücklich im 9-Meter-Schießen. Dann noch gegen Man United, leider verloren, dementsprechend ein schöner 8. Platz, ja. Genau, 8 ist auch eine schöne Zahl. Ja, so in Summe kann man sagen, so ein bisschen schwieriges Spiel. Wie gesagt, O-Töne, wir haben gestern Abend die Möglichkeit gehabt mit Pezzaioli und Name Ibertsberger zu sprechen. Und haben auch mit Ihnen mal gesprochen über den Turnierverlauf und wie das so mit Mannschaftsaufstellung ist. Und das schneiden wir euch am Ende dann hier noch rein. Grundlegend kann man sagen, Kader war so ein bisschen ausgedünnt, viele verletzt oder kurz vor Rückkehr aus Verletzung, deswegen jetzt hier keinen Einsatz bekommen. Geschont, genau, der ein oder andere Spieler auch, der wegen bevorstehenden Abi-Prüfungen und Sachen drum gebeten hatte, nicht teilzunehmen, was man auch alles nachvollziehen kann. Dementsprechend nicht mit dem Top-Kader hier unterwegs. Und was man dazu sagen muss, wohl auch voll im Training. Das heißt, ja, im Endeffekt vorher noch ordentlich gepumpt und dann hier noch die Spiele zu machen, ist natürlich jetzt nicht unbedingt so easy. Aber ja, ist ein bisschen ärgerlich gelaufen. Es fing ja gar nicht so schlecht an mit dem 1-1 gegen Leipzig gestern. Ja, der Rest. Ja, ist das irgendwie das, ich meine, das, wenn man sich die nächsten Wochen anguckt, das weiß ich nicht, wie vielte Mal, wo die Eintracht gegen Leipzig spielt, aber mit einem 1-1 im Einstieg eigentlich echt solide gestartet, wo man gedacht hat, da kann was gehen. Aber man hat schon gesehen, im Verlauf der Spiele, so Pressing ist auch bei der Jugendmannschaft jetzt nicht so unser präferierter Spielstil. Dementsprechend die wanderen Ergebnisse 1-0 gegen die Rangers verloren, dann ein 2-2 gegen Wien. Dann leider nochmal eine richtige Klatsche in der Zwischenrunde, 5-0 gegen Stuttgart. Das war ja dann so unser Abschluss von gestern. Deshalb, wenn ihr nachher dann die Zusammenschnitte euch noch anhört, ja, es ist schwierig, dort positiv zu bleiben, aber tatsächlich die Verantwortlichen haben uns nochmals
ja, darauf hingewiesen, dass man doch nicht alle so negativ sehen muss deshalb. Also positiv ein schöner Platz 8. Ich wiederhole mich nochmal. Ja, also Turnieraufbau, du hast diese zwei Gruppen, zwei Vierergruppen, spielst quasi gegen jeden in der Gruppe einmal, dann wird einmal aus den Gruppen gemischt, dann hast du diese Zwischenrunde und aus dieser Zwischenrunde ergibt sich dann, wer an welchem Platzierungsspiel teilnehmen darf, eben um die Plätze 7, 5, 3 oder eben dann um den Pokal am Ende. Und ja, die beiden Zwischenrundenspiele gingen dann nicht so positiv für uns aus. Dementsprechend sind wir dann einfach jetzt auf Platz 8 gelandet, beziehungsweise im Spiel um Platz 7 gegen Man United, die einer von den internationalen Gegnern hier sind. Man United ist da, Porto ist da und eben die Rangers und Wien, genau. Ja, also wie gesagt, Pressing ist jetzt nicht so das bewährte Spiel, auch nicht bei der Jugend, wenn man auch mal so die anderen Spiele vergleicht. Das stimmt, ja. Obwohl man natürlich sagen muss, Pressing hier sowieso nicht so einfach. Aber auch diese Ball halten, überlegt, schauen, das hat hier nicht funktioniert. Naja, gut, kann man nichts machen. Auch das Spiel dann heute, das erste in der Zwischenrunde, beziehungsweise ja dann das zweite, das erste vom heutigen Tag, 2-0 gegen Porto. Das ist natürlich dann auch... ja, es hat einfach nicht funktioniert und man muss sich fragen, warum, haben ja schon ein paar Punkte genannt, voll im Training noch, also nicht unbedingt auf den Pokal hier unbedingt die Trainingsintensität ausgerichtet, dann zusätzlich noch die verletzten Spieler geschont, Leute, die Abitur machen und so weiter, die im Endeffekt dann nicht berücksichtigt wurden. Trotzdem natürlich ein bisschen unbefriedigend, wenn du hierher fährst, willst du natürlich auch ja, im Idealfall gewinnen, aber zumindest hätte es schon noch ein bisschen, ich hätte mir ein bisschen mehr als den schönen 8. Platz erwartet, aber gut, ist halt so. Ja, das ist richtig, wobei man glaube ich schon sagen muss, da ist der ein oder andere dabei, der schon ganz gut kicken kann und wo man sich auch denkt, der vielleicht auch mal eine Möglichkeit hätte, mal in so einem Profikader zu stehen. Auch das sind Fragen, die wir gestern Abend Marco Pezzaioli und Ibertsberger gestellt haben. Wie gesagt, schneiden wir euch dann am Ende hier noch rein. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, denn es hilft mir. Ja, keine Ahnung, was du sagen wolltest, René. Schiedsrichter, genau, wir müssen über die Schiedsrichter sprechen. Das ist auch so ein Thema, was mir aufgefallen ist. Die Schiedsrichter lassen extrem viel bei diesem Turnier hier laufen. Zeitweise wirkte es eher so ein bisschen Ringkampf-Stil. Ich glaube, die einzigen, die Zeitstrafen kassiert haben, war Manchester United. Das haben sie aber auch konsequent dreimal über das ganze Spiel bekommen. Ich glaube, der eine Spieler sogar zweimal 2 Minuten Zeitstrafe. Also da überlegst du dir natürlich auch sehr genau zweimal, ob du wirklich gerade auch wieder mit Blick auf Spieler, die jetzt gerade aus einer Verletzung zurückkommen, ob du die hier zum Einsatz bringen willst oder nicht, weil wenn dann hier diese harte Gangart ist, ist das vielleicht auch noch so ein bisschen Risiko. Ist aber überraschend, wie diszipliniert die Spieler dann doch sind. Das merkt man, dass eigentlich hätte man erwartet, dass vielleicht das ein oder andere Spiel auch so ein bisschen aus den Fugen gerät. Ist aber eigentlich trotzdem nicht ausgenutzt worden. Also gerade diese taktische Foul-Situation, die ja eigentlich gar nicht geahndet wurde. Es muss dann schon ein richtig brutales Foul sein. Dann gab es mal eine 2 Minuten Zeitstrafe. Ist schon krass, aber es hat funktioniert. Zeigt aber dann auch, wie fokussiert und wie diszipliniert die Spieler doch von heute sind. Weil, also ob das immer so früher gelaufen wäre, weiß ich nicht. Also schon gut, muss man wirklich sagen. Respekt an der Stelle. Ja, mit den Schiedsrichtern ansonsten, englischer Stil, oder? Ja, wie sagt man? Nein, es ist wirklich viel, sehr viel laufen gelassen worden. Ansonsten, die Turnierspiele, wir haben ja wirklich hier jetzt einige gesehen, teilweise wirklich ein bisschen zäh und nicht so prickelnd. Trotzdem natürlich auch so ein oder andere Highlight dabei. Ihr könnt ja mal schauen auf der Seite von dem Eintracht Frankfurt Leistungszentrum. Zumindest habe ich gesehen, dass auch der Twitter-Account hatte ein bisschen Highlights und sowas geteilt. Also schaut da einfach mal rein. Könnt ihr euch selbst einen guten Eindruck machen. Es ist natürlich immer Hallenturnier, ist halt ein ganz anderer Fußball, ist eine ganz andere Atmosphäre, ob man das mag oder nicht, glaube ich. Stichwort Klatschpappen. Klatschpapp und Animationen, wie sie zu verwenden sind. Eingespielte Musik, die nicht immer unbedingt passt. Aber gut, so ist es halt. Also muss man sich darauf einlassen. Vielleicht haben wir heute oder gestern auch schon das ein oder andere zukünftige Talent auch aus anderen Mannschaften gesehen. Man steckt ja nie drin. Also immer für eine Überraschung wert. Aber haben auch die Verantwortlichen gesagt,
Hier ist eher weniger das Ziel, zumindest aus Frankfurts Sicht gewesen, einen Pokal zu holen, als vielmehr ja, auch die Jugend einfach ein bisschen ranzuführen, denen einen gewissen Ausgleich zu geben, auch mal, dass sie sich mal zeigen können. Es ist interessant, man hat auch das Gefühl gehabt, dass viele sehr großen Spaß haben, hier zu spielen. Muss mal gucken, wie es so weitergeht. Und jetzt die abschließende Frage an dich. Was kann der Fußball der Profimannschaft der Frankfurter Eintracht von diesem Hallenturnier lernen, Dennis? Das ist eine sehr gute Frage, René. Ich weiß. Also lernen kann man davon, dass man auch mit einem schönen achten Platz zufrieden sein kann am Ende. Das ist im Endeffekt, man muss seine Schlüsse daraus ziehen. Für die Nachwuchsplanung war es so schlau, eine U23 eventuell abzuschaffen etc. Das sind alles so Gedanken. Es ist schon ein großer Schritt zwischen U19 und Profikader. Das merkt man schon auch hier, auch von der Körperlichkeit, wenn du dir die Spieler teilweise anschaust, doch noch einiges an Kraftraum und Kondition zu pumpen. Auf der anderen Seite, viel ziehen für einen Profikader kann man hier wahrscheinlich nicht, obwohl, wie gesagt, das ein oder andere Talent vielleicht auch mal hier sich dann in den Fokus spielen kann, um dann im Profikader auch mal eine Chance zumindest im Kader dann aufzutreten bekommt. Und das wäre doch schon mal ein Riesenschritt. Also, was sagst du denn? Was kann man denn lernen von dem? Dass man bitte niemals Klatschpappen und diese komische Mallorca-Musik ins Stadion bringt. Bitte, bitte, bitte nicht. Du hast einen wichtigen Punkt gerade eben angesprochen, ist nochmal diese Körperlichkeit. Du hast schon gemerkt, dass ein sehr großer Unterschied in der Spielweise, aber auch eben in diesen körperlichen Ausprägungen der einzelnen Spieler ist. Gut, im Hallenturnier bist du wahrscheinlich auch eher nochmal so ein bisschen dann auf Zweikampf und so weiter, da gibt dir das nochmal einen gewissen Vorteil, aber ich glaube, da kannst du schon sehen, dass da noch das ein oder andere getan werden muss. Ja, ich glaube, es ist schwer zu übertragen, weil es halt A, ein komplett anderer Sport ist, aber es zeigt sich halt hier auch wieder, dass so dieses Zusammenhalt und das Spielen der Mannschaft füreinander halt wieder so einen großen Stellenwert hat, und ich glaube, das ist zumindest irgendwas, wo das Spiel der Profimannschaft wieder hin muss, dass wieder jeder für jeden kämpft, dass man wieder gemeinsam als Team spielt und dass einfach diese Automatismen und diese Abläufe halt wieder stimmen. Super wichtig, auf jeden Fall. Und Kopf frei bekommen. Vielleicht ist das auch für die Spieler hier ein netter Ausgleich. Wir haben ja doch gestern Abend auch noch den einen oder anderen rumlaufen sehen, auch wenn sie normalerweise wussten, sie spielen heute, war um 12 oder 1 doch noch der ein oder andere auf dem Gang zu sehen. Ja, ist doch auch mal ein bisschen Spaß für die, ein bisschen Abwechslung. Ich denke, das hilft auch. Das, denke ich, muss auch der Profikader unbedingt hinbekommen, da ein bisschen den Kopf für die Rückrunde sozusagen hinzubekommen. Ein Punkt, den wir auf jeden Fall auch noch natürlich gefragt haben, wenn wir schon die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt hier haben, war die Thematik um unseren neuen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Dazu aber will ich nicht zu viel vorwegnehmen, war die Reaktion natürlich recht positiv. Auch wenn das der ein oder andere Fan nicht so nachvollziehen kann, hier waren keine negativen Stimmen, zumindest von den Verantwortlichen zu hören. Man muss auch dazu sagen, wir haben die Frage auch sehr galant und vorsichtig formuliert. Aber ich glaube, das ist jetzt eine gute Überleitung. Wir schneiden euch jetzt die O-Töne ran. Bitte nicht wundern, wenn das ein bisschen noch lautstärketechnisch schwierig ist. Das war in einem kleinen Raum im Hotel, wo relativ viele Interviews parallel stattgefunden haben. Ich versuche das so gut wie es geht von Nebengeräuschen zu beseitigen. Das sind so knappe 12, 13 Minuten. Ja, heute erster Pokaltag für die Eintracht oder für die A-Jugendmannschaft. Zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Morgen das Spiel gegen Porto, die ja kurz vorher dann auch nochmal gegen die Rangers spielen. Wie schätzen Sie so die Chance aufs Weiterkommen ein? Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden als erstes möchte antworten. Also ich denke, weiterkommen, Halbfinale, denke ich, wird schwer. Ja, sollten wir realistisch bleiben, aber unser Ziel ist natürlich schon, das Spiel gegen Porto zu gewinnen. Generell in der Analyse der Spiele bis dato, der zwei Unentschieden und der zwei Niederlagen, ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir gespielt haben, gar nicht so schlecht war. Ja, wenn man das erste Spiel gegen Leipzig sieht, waren wir sehr dominant, haben sehr viele Torchancen gehabt. Zweite Halbzeit gegen Rangers waren wir klar die bessere Mannschaft, auch dominanter und auch die Torchancen gehabt. Im dritten Spiel war das Spiel gegen Rapid. Ja, denke ich, war auf Augenhöhe.
und hatten auch genügend Torchancen, Rapid auch. Also ich denke, wäre auch ein bisschen mehr drin gewesen von unserer Seite. Und man muss sagen, im letzten Spiel gegen den VfB sind früh in Rückstand geraten. Und man hat gesehen, dass der Akku leer ist nach 3 Wochen Urlaubszeit und sozusagen zweite Trainingseinheit heute hier in Sindelfingen. Ist es, denke ich, schon ein hartes Stück Arbeit. Jetzt in der Liga waren ja zuletzt die letzten 4 Spiele siegreich. Da steht man auf Platz 6 mit einem bisschen Punktevorsprung auf den 7. Wie ist dann so ein Turnier, Sie hatten jetzt gerade eben gesagt, so als Vorbereitung, Trainingsspiel, wie ist das im Vergleich zur Liga zu bewerten? Ärgert man sich da, wenn man mit 4 Siegen in der Liga hier ankommt und hier momentan jetzt nicht so glücklich startet? Beziehungsweise wie baut man dann die Motivation bei den Jungs wieder auf, wenn es dann wieder in den Ligabetrieb in 3 Wochen geht? Also generell geht es für mich jetzt hier als Verein, es geht ja um Eliteförderung. Diese Turniere sind für uns Eliteförderung. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, uns mit den besten Mannschaften in Europa zu messen. Ja, ich glaube, die meisten Mannschaften, die hier sind, kommen auch aus dem Urlaub. Man sieht aber auch, dass die eine oder andere Mannschaft gut vorbereitet ist, ja, die weniger Winterpause hatten wie wir. Und ich denke, dass die 4 Spiele in der Vorrunde, die jetzt gewonnen worden sind, ich sehe das Ganze. Ich rede nicht gerne über was Isoliertes. Wir haben zwar 4 gewonnen, stehen auf einem guten Tabellenplatz, sondern wir haben eine Top-Vorrunde gespielt für Eintracht Frankfurt. Die letzten Jahre waren, glaube ich, nicht so berauschend. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen in der Liga, ist berauschend. Wir spielen klasse Fußball, ja, und stehen zu Recht da oben auch. Ja. Wichtig ist es, dass wir das bestätigen und wir nehmen das hier mit als Highlight. Wir haben 2 Hallenturniere, die natürlich vielleicht auch der Art und Weise der Kürze der Vorbereitung nicht ideal reinpassen. Ja, wir müssen eine Balance finden, wie die Jungs dann auch in der kommenden Woche dann auch auf die Serie vorzubereiten, weil wir haben dann nur noch 3,5 Wochen bis zum ersten Punktspiel. Und von daher nehmen wir mit als Fest, als Erfahrung für die Spiele. Jetzt hat man gesagt, Eliteförderung. Jetzt stehen ja momentan zum Beispiel mit Evan Ndika in der Profimannschaft ein Spieler, der ist auch 19 Jahre. So, jetzt sind 20, glaube ich. Ja. August 99. Ja, stimmt. Wie ist das dann jetzt für die Jungs in der U19-Mannschaft? Spornt die das an oder ist das eher so Demotivation, wenn man sieht von wegen, oh, der hat es geschafft und ich hänge noch ein bisschen hinten dran oder ich muss noch ein bisschen? Ja, also grundsätzlich soll das motivieren, ganz klar. Ob er es jetzt geschafft hat, sagen wir dahingestellt, weiß ich nicht. Also man muss schon ein paar Jahre erstmal beweisen, sage ich jetzt mal, als vielleicht jetzt den ersten Profi-Übertrag zu haben, aber letzten Endes darf man das natürlich anerkennen, dass einer in dem Alter da oben ist, aber du musst halt selber jetzt mal gucken, dass du in den nächsten 1-2 Jahren Gas gibst, dass du da dich zeigst, jede Chance nutzt, wo du Möglichkeiten hast, dich in Szene zu setzen. Da kann man auch so ein Turnier nutzen zum Beispiel. Ja. Und, aber klar, jetzt die Saison ist für den Altjahrgang einfach extrem wichtig, und um sich da zu präsentieren und auch die Situation mal zu nutzen, wenn sie bei den Profis oben mittrainieren dürfen, das ist natürlich immer ein Highlight für jeden, und ich hoffe, dass das auch in der Rückrunde noch das eine oder andere passieren wird. Und dann schauen wir mal, wie sich der eine oder andere dann entwickeln wird in den nächsten Monaten. Vielleicht ergänzend auch von meiner Seite aus, wir hatten ja jetzt auch einige Freundschaftsspiele bei der Profimannschaft. Wir haben die Möglichkeit, da auch junge Spieler einzusetzen, und die haben ja auch auf sich aufmerksam gehabt. Finn Otto hat, glaube ich, sehr gut präsentiert. Abdul Kerim Chaka hat ein Tor geschossen bei den Profis. Jib Molina hat ein Tor geschossen bei den Profis. Also gegen nicht eine schwache Mannschaft. Sandhausen kam, glaube ich, auch mit der Top-Mannschaft aus der 2. Liga. Von daher war es ein guter Erfahrungswert, auch ein gutes Zeichen der U19, aber auch der U19-Spieler, zu zeigen, hoppla, ich bin da, ich habe ein Talent. Und Abdul Kerim Chaka, wenn man das hier auf dem Turnier vergleicht mit diesen Top-Talenten, ist gar nicht weit entfernt. Das erste Spiel gegen Leipzig, wie er das Tor macht, ja, aus dem Nichts, Annahme, Mitnahme, lange Ecke, das ist Abdul Kerim, der hat den Torriecher, ja, und das ist, spricht für ihn. Und ich hoffe auch, dass wir da auch irgendwann in naher Zukunft da mit ihm ein Zeichen setzen, dass das der nächste Spieler wird, auch für den Profibereich. Wir sind in Verhandlungen mit Finn Otto, ich denke, das wird auch in Kürze abgeschlossen sein. Das ist was Positives. Wir hatten hier auch einige Spieler dabei, die verletzt
über lange Monate da waren. Das sieht man auch heute im letzten Spiel. Nils Orivol, ich glaube, das erste Spiel letztendlich. Ich glaube, der hat die Saison, glaube ich, noch gar nicht gespielt in der Vorrunde. Wir hatten Julian Höllen, ich glaube, der hat nur 2 Spiele in der Vorrunde gespielt. Hat ein gutes Turnier bisher gespielt, finde ich. Wen hatten wir noch? Seo Jongmin. Ja, der war 6 Wochen verletzt mit Bänderriss, hat jetzt hier wieder die ersten Gehschritte. Ja, kurzfristig ist uns Patrick Finger gestern vom Turnier noch ausgefallen mit Bänderriss sozusagen. Das heißt, im Sommer erste Trainingseinheit Bänderriss, jetzt wieder erste Trainingseinheit wieder Bänderriss. Und den ein oder anderen guten Hallenspieler hätten wir gerne noch mit dabei gehabt, aber die Spieler sind auch noch aus Verletzungen und präventiv schulische Maßnahmen. Also Jakob Engel steht Abitur an im Südwesten, Anfang Januar, hat gebeten, dass er nicht bei der Hallenturniere dabei ist, damit er lernen kann. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor, Schule und Fußball zu kombinieren. David Siebert, der mit Sicherheit prädestinierter Hallenspieler, hat einen Schlag herbekommen im Training, kurz vor dem letzten Punktspiel gegen Freiburg, hat ein Inband was, da gehen wir auch kein Risiko. Ja, wir haben da Lucky Weingärtner, ist eigentlich auch prädestiniert, eine gute Vorrunde gespielt, wäre hier auch gern mit dabei gewesen, aber da hat auch einen Bänderriss gehabt die letzten Wochen. Und die fehlen uns natürlich schon, diese Hallenspieler, sag ich mal, auf dem Niveau, auf dem hohen Level dann auch. Ich glaube, dann hätten wir waren nicht weit weg, denke ich mal. Dann hätte ich noch eine Frage. Und Sie haben schon Spieler angesprochen, die eigentlich den Sprung dann schaffen könnten, auch zum Profikader. Patrick Finger, auch Saveli Setin oder Nils Stendera. Wie ist denn das Feedback? Ja, momentan natürlich auch eine schwierige Situation. Das wäre dann auch die zweite Frage, wie die Spieler damit umgehen. Da natürlich, wenn es in der Mannschaft, eher auch in der Profimannschaft in Anführungszeichen, nicht so läuft, wird es wahrscheinlich auch für die jungen Spieler schwieriger. Wie ist denn da das Feedback aktuell? Oder haben Sie aktuell keinen Kontakt zu den Spielern oder keinen großen Kontakt zu den Spielern? Doch, natürlich habe ich Kontakt mit den Spielern. Also generell, die Frage ist, ob es nicht so gut läuft. Ich bin da auch wieder differenzierter, weil die Vorrunde war eigentlich eine klasse Vorrunde. Ja, wenn man die internationale Spiele sieht und auch die ersten Spiele, zum Schluss ist der Akku einfach leer gewesen, muss man einfach sagen. Aber die Art und Weise, wie wir die Vorrunde in der ersten Mannschaft gespielt haben, aber auf dem Top-Niveau, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ist in der Bundesliga einzigartig. Ja, und das sollte man auch mal das Positive hervorheben. Und Nils Stendera kam aus einer Verletzung, die er sich ja im A-Jugendbereich schon zugezogen hatte. Und hatte immer wieder auch Rückschläge. Deswegen für ihn ist es eigentlich gesund zu werden, fit zu werden, um überhaupt sich anbieten zu können. Und das hat, den Status quo hat er noch gar nicht erreicht. Bei Cetin muss man es differenzierter sehen. Der war, glaube ich, schon 2-mal mit auf der Bank. Und das ist für einen jungen Spieler mit der Qualität unserer ersten Mannschaft schon ein ganz guter Sprung. Und vielleicht hat er irgendwann auch die Möglichkeit, mal Einsätze zu bekommen. Und wenn nicht, muss sein nächster Schritt dann auch vielleicht irgendwo anders hin sein, einen Schritt zurückgehen, um wieder dann einen Schritt nach vorne zu kommen. Und das, aber die Erfahrung, die dieser junge Spieler in diesen, sag ich mal, 12 Monaten gesammelt hat, nimmt ihn keiner mehr weg. Und das ist das Entscheidende. Hätten Sie noch eine Ergänzung dazu? Oder? Dazu, ja, gut, letzten Endes ist es genauso. Also, du musst die Erfahrung mitnehmen, du musst auch geduldig sein als Fußballer. Das ist eines der wichtigsten Attribute, finde ich. Wenn du mal die Chance hast, in einem Profikader dabei zu sein, darfst du halt nicht verzagen, wenn du halt jede Woche nicht im Kader dabei bist oder dann auch vielleicht wenig zum Spielen kommst oder mal verletzt bist, darfst du nicht aufsteigen. Du musst halt dabei bleiben und in der Birne ganz klar bleiben und jede Chance nutzen, die möglich ist. Und bei mir damals war es so eine Anekdote, ich habe auch ganz lange keine Chance bekommen bei Salzburg damals und irgendwann habe ich die Möglichkeit gehabt, bei der U18-Nationalmannschaft mitzuspielen, da habe ich es gut gemacht, ein Spieler war verletzt auf der Position bei Salzburg und so kommst du irgendwann dann doch rein und vor mir wurde schon ein Amateurspieler mal eingesetzt, also der eigentlich unter mir war, also ich hatte wenig Vertrauen bekommen, aber ich habe Gas gegeben, weitergemacht und irgendwann hat sich die Chance ergeben und auf einmal bist du dann drin und muss nicht heißen, dass es immer der Weg ist, aber letzten Endes musst du einfach weiter an dir arbeiten und wenn du aufhörst, dran zu glauben, dass es klappt, dann kannst du es gleich lassen. Deswegen, du musst einfach dich immer wieder anbieten und dann wird es immer irgendwo weitergehen, grundsätzlich. Ne? Welcher Spieler ist denn aktuell von Ihrer Seite aus am nächsten an dem Sprung zur Profimannschaft aktuell? Aus dem aktuellen Kader, Sie haben ja schon einige Spieler genannt, oder ist die aktuelle Situation, auch wenn natürlich differenziert zu sehen, die Hinrunde war gut, aber ist natürlich auch im Endeffekt am Ende schwierig, wenn die Leistung
auch sehr davon abhängt, dass die Ergebnisse stimmen. Ich denke, es ist auch für junge Spieler dann schwierig, sich da zeigen zu dürfen. Aber welcher Spieler hat denn eventuell das Potenzial, jetzt kurzfristig noch einen Sprung zu machen? Oder denken Sie, dass das eher über die Saison jetzt zum Winter nichts mehr, keine Wechsel mehr von der Jugendmannschaft hoch in den AK oder in die erste Mannschaft geben wird? Also generell denke ich erstmal, ist es schwer, aber Fußball ist ja ein schnelllebiges Geschäft und wichtig ist, dass die A-Jugendspieler sich über Leistung präsentieren, über in der A-Jugend, die, wenn sie die Möglichkeit haben, bei den Profis mitzutrainieren oder mitzuspielen, dass sie dann das zeigen, was sie drauf haben. Und ich glaube, Adi Hütter ist so intelligent zu sehen, wenn wir ein Talent haben und er der Meinung ist, er ist reif dafür, ich schmeiß den vielleicht mal rein, bring ihn mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und egal in was für einer Situation. Ich glaube, der Trainer weiß, in der richtigen Situation dann auch den Spieler einzusetzen. Sehr gut. Ja, also letztendlich brauchst du auch immer ein bisschen Glück. Also das gehört einfach auch dazu, ne? Dass man, wenn Positionen frei werden, dass dann vielleicht mal einer mittrainieren darf. Und in Länderspielpausen ist es auch immer wieder der Fall gewesen. Und genau die Situation muss man halt nutzen. Und dafür sind eben auch die Spieler bei uns wichtig. Die müssen sich bei uns anbieten. Dann hilft natürlich auch, wenn der Erfolg halbwegs da ist und das ist momentan so und dann schaut man natürlich auch ein bisschen mehr auf so eine Mannschaft und dann hat jeder Spieler, der bei uns ordentliche Leistung bringt, natürlich auch bessere Chancen und ich glaube, Namen haben wir schon genannt ein Stück weit, von dem her also vorher und da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, ja, das mag sein, aber ja. Wir haben sehr viele junge Jahrgänge und darf man nicht außer Acht lassen. Ja, wir spielen fast mit 6-7 2002er. Das ist auch hier bei dem Turnier wieder der Fall. Und die brauchen auch noch ihre Zeit, denke ich mal. Wobei Finn Otto bei den Profis einen guten Eindruck hinterlassen hat. Felix, Ioere leider verletzt ist, Meniskus, der fällt ja aus bis Ende der Saison. Und von daher, das wären zwei Kandidaten natürlich in der Abwehr gewesen. Wir warten mal, wird spannend, was Julian Höllen macht. Er hat ein gutes letztes Spiel gemacht in Freiburg. Macht hier, glaube ich, auch ein ordentliches Turnier bis dato und gucken. Und der Junge hat Potenzial, Schnelligkeit, hat Dynamik. Ob er das bestätigt jetzt auf dem Feld und vielleicht ist das ein Spieler, der die rechte Bahn spielen kann oder auch ein Kandidat werden kann für die Dreierkette bei den Profis. Jetzt haben wir noch die Abschlusskiller-Frage. Anni Möller ist ja jetzt verantwortlich für das Nachwuchsleistungszentrum, ist bei den Fans, sagen wir es mal, so semi-gut angekommen. Was ist denn so Ihre persönliche Erwartung an Anni Möller als Nachwuchsleistungschef? Leiter. Gut, im Endeffekt, dass er mich unterstützt. Ich bin für den sportlichen Bereich zuständig im Nachwuchsleistungszentrum. Dass er sein Know-how, seine Erfahrungen, was er international sammeln konnte, mit seiner Hilfe, dass wir weitere Schritte machen in der Infrastruktur, ja, in der Außendarstellung, ja, dass wir da durch sein Know-how, er ist bestimmt auch bestrebt, sag ich mal, erfolgreich zu sein, das weiß ich, ja, auch im Austausch mit ihm permanent, dass wir versuchen, auf einen nächsten Level zu kommen. Und ich glaube, mit seiner Unterstützung, mit unserem Know-how der Trainer und in meiner Verantwortung im sportlichen Bereich, gemeinsam können wir das Ziel schaffen, dass wir Eintracht Frankfurt NLZ auf eine Stufe höher bringen. Dankeschön. Ja, und ich würde sagen, das ist dann auch so unsere Zwischenfolge, die wir jetzt hier abliefern. Die Eintracht, der Profikader, ist im Trainingslager und versucht da den Kopf frei zu kriegen, wie Dennis gerade eben auch gesagt hat, dass das auch ein wichtiger Punkt ist. Und da vielleicht noch so ein bisschen am Teambuilding zu arbeiten. Wir machen dann jetzt noch so ein bisschen Päuschen und melden uns dann rechtzeitig vor dem Rückrundenstart am 18.02. gegen die Freunde aus Hoffenheim. Ich würde ja mal ein bisschen die Kanäle im Blick haben, falls natürlich jetzt ein Megatransfer, den wir ja uns alle noch wünschen, passieren sollte, kann es sein, dass wir mal eine Kleinigkeit noch aufnehmen. Schauen wir einfach mal, haltet mal die Kanäle im Auge und ja, ansonsten hören wir uns auf jeden Fall kurz vor Rückrundenstart dann wieder. So ist es. Bis dahin macht's gut. Tschüss.